Ahoi Ninja! Update 1.3 ist im vollen Gang und schon jetzt erwartet uns der nächste Meilenstein in der Season. Das neue Geisterschiff Road Mangudin bietet uns nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch neue Crafting-Möglichkeiten. Vorbei sind die Tage, in denen ihr endlose Stunden Mangudin besiegt habt, in der Hoffnung auf den blauen Geist. Ich bin Nijay und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Das neue Geisterschiff Rode Mangudin droppt neben Asche auch rachsüchtige Essenz, wodurch wir endlich den blauen Geist craften können. Dafür müssen wir vorher in Opilente den Bauplan für 50 Asche kaufen. Zusätzlich benötigen wir weitere 25 Asche und 4 rachsüchtige Essenz. Asche bekommen wir vom Mangudin und aus dem Kampf gegen Rode Mangudin. Für Rode Mangudin gibt es zusätzlich auch noch einen Kopfgeldauftrag. Den erhalten wir in St. An oder Telok Panjara. Wie auch bei der Mangudin oder Zamaharibu erscheint auch Rode Mangudin bei Annehmen des Kopfgeldes im markierten Bereich in der Nähe von Kumoi Anwesen. Allerdings ebenfalls nur bei Nacht. Auf den ersten Blick sieht der Kampf gegen Rode Mangudin genauso aus wie gegen Mangudin. Allerdings, sobald Rode Mangudin in der Luft schwebt, spawnen zahlreiche Kopien von Rode Mangudin. Diese halten natürlich wesentlich weniger aus, droppen aber allesamt Asche, Präzisionsbohrer und eine geheimnisvolle Truhe. Mit sehr viel Glück sogar den blauen Geist selber. Alleine werden wir das Kriegsschiff nicht besiegen.
Thank you.
Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, hinterlasst ein Like und ein Abo und don't forget, we are the Shadow.